Ach stimmt, da brauche ich den Nintendo Gamepad Touchpen. Ich habe immer noch nicht erfahren, wieso es den nicht bei der Switch gibt. Nintendo, what the fuck? Also, let's go. Das ist ein Zeitlevel gegen die Uhr. Dieser Herausforderung ist die Zeit, der größte Feind. Genau. Sobald die Uhr abgelaufen ist, die Zeit kommt mit Maschinengewehr. Hi Leute, wir spielen heute in Nintendo Land Pikmin Adventure. Let's go. Und zwar miteinander zwei Spieler, Duck. Weil wir haben es ja schon mal aufgenommen, da war der Ton richtig kacke. Deshalb wollen wir es nochmal machen. Und ja. Da gibt es ein paar Dinger. Wie gesagt, wir machen so 5 oder so in einem Part, weil die dauern ziemlich lang. Ja, fangen wir mit dem ersten an. Punkt. Ich bin auch da. Ja, Fingfi ist auch da mittlerweile. Ja, hallo. Felix V. Abo ist wieder am Start. Das coole Pikmin. Machen wir ein Part, bist du Ulima, ein ich? Können wir. Achso, ach stimmt, da brauche ich den Nintendo Gamepad Touchpen. Ich habe immer noch nicht erfahren, wieso es den nicht bei der Switch gibt. Nintendo, what the fuck? Gibt's dafür Dinger? Ich auch kurz schon. Wir brauchen kein Tutorial. Sagt nein. Maul. Da unten ist einfach ausgefallen, kurz. Mhm. Ja, jetzt hier gibt's die Böse. Wie heißt die Böse hier? Midna und sowas, oder? Und das hier ist ein Nektar. Ja, das wissen wir. Ja, hier kann man stärker werden und sich selbst upgraden. Und die findet man manchmal auch in Blumen, wie hier. Man hat 3 Leben, also zusammen, so wie bei Battle Quest. Was wir im letzten Part gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es schon draußen ist, aber wir haben auf jeden Fall das aufgenommen, den Bonus auch. Die ganzen Bonus auf Meisterrang. Und hier ist sie, die Böse. Monaita oder Monita. Oder was? Nein, Monita ist die Arme. Keine Ahnung, wie sie heißt. Irgendwie halt. Die Zuckerblätt. So, mein erster Gegner. Oh, ich bin Level 2. Ich auch. Nein, meine ich doch. Könnt ihr ein bisschen teilen? Oder ist das unmöglich? Ja, gut, doch. Was heißt halt Gegner? Hier gibt es auch manchmal Herzen in denen. Und die greifen. Hier gibt es leider auch Meisterrang. Du hast ja mal drauf gehaftet. Der kommt doch erst, wenn wir alles durchgespielt haben. Echt? Da auch? Ja. Überall. Bei Krippel, was für alle Stempel bei allen Disziplinen. Ja, können wir mal ausprobieren. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon Level 4. Ich lerne nicht. Und jetzt Level 5. Jetzt haben sie meine Pikmin abgegradet. Und über das Pikmin ist unsere Knospen-Pikmin herangewachsen. Muss ich sagen, sie mehr Schaden. Ja, das Wichtige. Und ich will also so einen Knospen-Pikmin, das kann ich auch noch zeigen. Wenn da irgendwo noch ein Nektar drin ist, weil eigentlich war doch hier irgendwo noch einer, oder? Na egal. Kommst du mit? Drin. Warte, ja, das sieht das nicht bis hier im Game-PC. Ich sehe das Ganze so wie am Fernsehen, nur halt verfolgt die Kamera mich und nicht so für den 4. Ich sehe da nur für den 4. Ja, hallo. Hm. Ich kann auch für den 4 heran. Ah, nein. Zurufen. Lass mal, ich möchte alles kaputt machen. Danke, okay, ja. Bitte nicht den Abgrund schmeißen. Ich kann ihn da rumschmeißen. Aber da ich das Leben verliere, macht das keinen Sinn. Wenn man mit Computer spielt, dann sieht also auch beim Pikmin. Kann man die einfach runterschmeißen, wie man will? Genau. Und da verliert man kein Leben. Darf ich Nektar? Ja. Nektar. Level 4. Hier können wir uns so aufboosten oder nach unten saugen lassen. Diesmal ist es nach oben und hier sind sehr viele Gegner. Ja. Und? Wenn dieses Projekt gefällt, der kann auch gerne den Kanal abonnieren und Loch aktivieren. Ja. Und wie immer gehen maximal kaufen. Ja, ich werde auch zu Knospen Pikmin. Wenn ein Pikmin stärker wird, ja, das wissen wir schon. Ja. Kombo. Hier gibt's Kombos. Morgen Smash. Und das ist. Der erste, bei dem du stirbst, oder?
Jetzt Herz, die Herzen, der wird einer von euch getroffen, jetzt das Herz, glaube ich. Bei drei Herzen war tot. Ich habe gedacht, ich sterbe mal ehrenvoll, aber... Ehrenvoll. Das, was war das bitte? Ich bin so seitlich gestanden, wieso hat er mich trotzdem gekillt? Ja, halt's Maul. Wissen wir ja schon. Man kann es auch zu viel spielen. Das kommt, das haben wir noch nicht gemacht, aber das kommt sicher noch. Ich bin Level 8. Da rechts gibt's eine Münze, da links gibt's eine Münze. Eine Münze? Ich gehe auf die Gegner. Warte, das kann ich noch kurz zeigen. Hier hinten, hier irgendwo ist ein so ein Fragezeichenblock, den man zerstören kann. Habe ich gerade gemacht. Ich wollte es zeigen, weil die Kamera ist hier bei mir. Man kann auch aufladen. Die Big Man tragen den Nektar zu mir. Zu meinen Angestellten. Für manche von diesen dummen Viecher fressen dich auch auf. Und scheiße ich dann wieder raus. Das ist richtig nice. So kann er nicht hoch. Richtig scheiße, oder? Und das sind so, wie sagt man, Warpfelder mehr oder weniger. Kann man sich zum nächsten Ding teleportieren. Das haben wir mit mehr Leben bekommen. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Boss oder so. Warte, da könnte was sein. Ist noch eine Münze drin. Und ja. Okay. Und dann geht's los. Ein Big Ben liegt noch da. Komm mit, Big Ben. Ja, okay. Und bei jedem Level gibt's einen. Nein, das ist bei jedem, bei ein paar. Echt? Hier, ja, die komische wieder. Ich war ja vergessen, wie die heißt. Wir können doch nächstes Mal nachschauen. Bei jedem, oder? Weiß ich nicht, ist ja wurscht. Platz halt so auf, diese Kugeln da. Und dann kann ich gucken, so weil es einen Abgrund gibt, hineinschupfen. Und dann liegt richtig zum Beispiel auf. Kann er nicht drauf hüpfen? Ich nehme den kleinen Typen hier. Und wie überall gibt es auch hier extra. Gibt's überall? Man muss übrigens auch hier bei den Gegnern, die kann man töten, indem man einfach die Kugel oben kaputt macht, die sie drauf gepappt haben. Und scheiße, was passiert, wenn der Typ die auch frisst. Typi, hallo, friss mir auf. Er scheint hat mich aufgegessen. Nam. Und dann bin ich ein Scheißhaufen. Big Ben befreit mich. Angestellte. Befreit mich von der Scheiße, danke. Bam, alle 50 Schaden. Ja, ich bin oben, ich bin oben. Oh, shit, ich hätte ihn runter. Wenn man runterfällt, verliert man auch Ding. Verliert man auch Nektar. Das kommt wenn man Game Max hin auf ist, danke. Die Animation werden wir einmal zeigen, weil die kommt dann immer, wenn man am Ende eines Levels. Die zeigen wir einmal, dann kann man es überspringen mit Minus. Und warte, weißt du, so, warte, ich bleib mal da unten, okay? Zeig mir mal, was passiert, wenn einer nicht mitkommt. Tschüssi, ne? Geschafft. Goodbye. Und dann so, lost. Herzen verloren, null. Null. Weiter geht's. Können wir mal kurz schauen, was... Ah, ja, okay. Die Käferkönigin ist das Nächste. Was, können wir schauen, oder gibt es jetzt schon Meisterrang? Gibt's noch nicht, oder? Na doch. 2:10. Huh! Aber das können wir schnell speedrunnen. Das ist kein Problem dann später für uns. Das ist besser als kein Leben verlieren in dem anderen Modus, weil das wäre echt der Spitz. Das Level ist cool. Das nächste Level. Können wir kurz schauen? Ja. Augen zu, Oberpunkt Käfer. Das ist cool, okay. Assistenz, Eskorte, mein erster Meisterrang. Forscher, Entdecker, Meisterentdecker. Meisterentdecker? Klingt schon ja mit Meisterrang. Juhu. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich mache gerade mal zwei Sachen beim Meisterrang. Mein erster Meisterrang und Meisterrang. Erkunder, Entdecker, Interesse. Okay, warte mal. Du darfst in der Rolle von Kapitän Ulima spielen. Sieg mal da, wie die hast. Na, doch nicht. Kommt es noch? Ich helfe Verbündungen. Wenn ihr wisst, wie diese komische andere heißt, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich hab's nämlich vergessen. Und das sind Bomben. Dies ist eine Bombe. Das sieht dann dezent. Das ist gleich Design wie bei anderen Spielen. Genau. Gleich Design wie bei Battle Quest, nur halt andere Farbe. Wohl waren die immer rot? Ich kann sie aufheben und dann kann ich sie da drüben hindroppen. Hier ist noch eine Münze. Und auf der anderen Seite auch. Und ich sammle die Münze ein. Oh Gott, ich bin scheiß Bombe. Bombe! Bombe, Granate! Alles Nintendo Land Super Ultra Battlefield. Ich mich abklatschen. Hier kann man drüber springen und dann dieses Ding da einsammeln.
Was wir mal früher gern gemacht haben, ist da weiterzugehen, weil hier gibt es auch noch einen Nektar. Nee, da hat es doch keinen gegeben. Hallo, hier Pipi. Ist so eine Wand und der Jod. Der kann mich auch fressen, aber jetzt hat er zu viel Bam. Der hat jetzt so viel Kuh. Eigentlich müsste ich immer mit dir mitgehen, damit die Zuschauer auch alles sehen, aber. Ist ja wurscht, du kannst entdecken. Ich kann alles so selbst genug, zeigen. Ja. Du kannst es selbst zeigen. Hier Leute, ich bin jetzt. Das spielt aber nicht eine Rolle, dass ich da Gamepad-Typ bin. Hier müssen wir beide auf das Ding hier steigen. Dann kommt eine Brücke, wo man da auch durchs Wasser durchgehen kann, aber. Ich kann euch mal kurz zeigen. Mal langsamer. Das Wasser ist so langsam, genau, die Picknen. So wie Gatsch. Picknen! Die Picknen! Ein Sprungschalter. Da muss er hier drauf stehen, dann ist die Picknen rufen. Wenn sich irgendjemand darauf stellt und seine Picknen ruft. Genau. Da kommt man nicht so leicht hoch, da muss man ein bisschen zu springen. Hier ist das, wir suchen alles kurz ab. Und da ist wenn nix. Wir alles abgesucht haben. Du musst dich herrufen und da springen wir gemeinsam. Und da kommt wieder diese Danika oder wie sie heißt. Tanika, genau. Ja, das war gerade perfektes Timing. Hallo, spring! Jetzt fast losgeworfen, aber das war Master King, Bomb-Prank. Bomb-Prank. So, Attacke. Gib mir mal Nektar, er fliegt da in der Luft. Meins. Okay, das wieder Leben. Oh, Items. Items. Schau, wie Sushi. Ein Sushi, ja genau, was ist denn das für Sushi? Ja, guten Appetit. Hä? Wie? Ach so, ja. Ja, dass du keinen Schaden kriegst. Das ist so wie bei Mario, der, die Blume. Nur halt, ja, genau. Dass man da nur ein Leben hat, nicht zwei. Der Pilz. Ja, aber da hat man, da macht man mehr Schaden. Ah ja, ist eigentlich das gleiche, mit Mario kann dann auch das andere. Und hier kann man außen rundherum gehen, da drüben schläft ein komischer Typ. Warte, ich mach mal den Ultra-Deluxe-Weg. So, hier hinten ist nichts mehr. Warte mal ein bisschen auf mich, ich muss den Zuschauern alles zeigen. Man kann auch so komische Tricks machen mit viel sein. Ja, da kann man nicht aufladen. Wenn es gefällt, gerne auf den Kanal abonnieren. Yeah, ich hab die Nuss. Schau, da kann man nicht hoch. Man kann Hilfe, ich bin lost. Was ist mit dir passiert? Ich bin da lost, hilf mir. Ich hoffe dir. Oh, danke. Wie ihr seht, es ist viel besser. Da bin ich oben und da gebe ich ihm, wie es ausschaut. Also muss man nämlich da den ganzen Kack abbauen. Nein, nicht mich. Bam, 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 bam. Jetzt geht's ins Mull. So, den anderen habe ich. Emaxi baut da die Mauer ab. Joa. Das kann man nicht aufmachen. Das ist eigentlich der normale Weg, denke ich. Meine Pikmin sind weg. Ich kann da später auch mal zeigen, wie ich ausschaue, wenn ich aufgefressen werde. Ich bin halt rot. Blau. Blau, ups. Dumm. Nektar. Hast du einen Nektar mehr als ihn? Ja, ich habe vorhin schon mit den. Weil da habe ich nicht einen Secret entdeckt. Warte, ich gehe mal da außen rum. Hey, ich komm mit. Ich habe nicht vorhin ein Secret entdeckt. Mit zwei Nektar und jetzt habe ich schon die Knospe. Da waren drei Nektar. Cool. Und jetzt da unten noch. Hier, was ist denn das Level 8? Und diese Dinger kann man kaputt machen. Das ist komisch. Da sind Münzen drin. Hier kann man entlang gehen. Man muss aber so ein bisschen die Wand laufen, weil sonst folgt man schnell. Ich bin außer Kontrolle. Ruf sie zu dir, herbei. Alles in Ordnung, Bruder. Und hier sind dann. Ich wäre fast runtergefallen. Irgendwer hat mich runtergeschuf. Ja, hier oben sind nur solche kleinen Käfer. Die sind nicht so interessant. Das heißt, da bin ich außer Kontrolle. Der Typ macht das extra. Genau, weil ich außer Kontrolle bin. Eigentlich hätte ich mir jetzt zurückrufen können, weil ich den Weg gespart. Ich habe nun Blütenpigmen. Ja, sehr schön. Oliver kommandiert nun mehr Pigmen. Und sie sind noch stärker geworden. Jetzt haben wir eine größere Armee. Das bist du. Na, das mache ich einzeln verbiss mit dem Nektar. Das macht der Fink 4. Der Typ bringt den Nektar immer hinter mir her. Hat es da hinten irgendwas für mich? Das ist ja echt so asozial und nehmen alles für sich. Oh geil, ich will Essen gibt und komm, gib mir im Müll. Keine Ehre, genau. Hier oben hinten ist auch noch eine Münze. Ich habe ein großes Herz, da hat man 6 Leben. Ein Herz. Ist da was? Meins. Nee. Dann jumpen wir weiter. Und jetzt hier kommen wir zu dem Teil hier. Wir müssen ja, wie im letzten Part schon, wir haben dieses Spiel haben wir auch gesucht, das ist hell. Mhm. Nein, das ist meins! Entschuldigung, was du sagen? Ja. 8. Bist du? Kopf eingeschlagen. Warte, ich will noch kurz schauen, ob da hinten noch irgendwo Nektar ist. Oh. Eins. Lass du haben. Ich bin Level 11, das reicht mal. Oh, Tron noch ein oder zwei?
Nein, geh doch mal. Lass doch. Entschuldigung. Please. Da ist ja nichts mehr, oder? Ja, aber da hinten noch vielleicht. Da habe ich schon geschaut. Und das Ganze. Das ist Strangers. So viel zu, du hast geschaut. Hinten Fußball müssen wir hin. Aha. Es gibt also und jetzt einen kommt Sprungangriff, glaube ich. Dieser ja. Crap. Scheiße, es gibt so einen Sprungangriff, da muss man springen und Angriff gleichzeitig drücken und da sind diese Riesenkäfer. Die voll scheiße sind. Muss man das nehmen du und gegen sie werfen. Genau, erstmal betäuben und dann die noch so leben. Das ist eigentlich das gleiche, aber. Dieses passt es hin. Und da hinten ist noch eine versteckte Box. Ja, warte. Mit warte, einem ich will Item. Nicht zeigen, oder? Nein, sie haben schon zu dir getragen, das Nektar-Ding. Verpiss dich, Big Ben, schmeißt es woanders hin, aber nicht zu mir. Ah, ich rede vom ja! Ja, das hast du schon vorgelesen. Den Angriff trifft steigt auf. Boah, ist das cool. Ich rede wie Alexa. Lul. Ich bin Alexa, was willst du? So, da hinten ist noch so ein Fahrzeugblock gewesen, da ist auch noch so ein Ding. Ich muss einstellen. Das wird der Fall auch nicht brauchen. Oh, da hinten ist noch ein bisschen so. Jetzt bin ich noch stärker. Und kann jetzt da so abgehen. Aber komm her, da mach kein Crap. Und man kann auch mit, wenn man springen und Angriff gleichzeitig drückt, so eine Attacke machen. Der Boss. Wo man den, vor dieser Lappenkieffrau da oben. Das ist... bei jedem Item ist es anders, aber bei dem Hammer ist es so, dass der den so am Kopf die Kiefermutter oder wie sie immer ja. Hast. Die Mutter. Ich spreche aber den ganzen Bomben. Ja, das hat sie gemacht. Oh, chill, du kleiner Fisch. Nein, nicht da auf, wenn ich da auf. Ah, ich wurde gesprengt, ups. Sie hat einfach keinen Schaden durch Bomben kriegt, gefühlt. Doch, von mir schon 100. Boah, schau, wie ich es erleg, Alter. Nein, ich wollte es zerlegen. Ich bin voll abgegangen. Die Augen werden fett und sie ist tot. Spaß. Bam! Stirb. Ich habe so gut wie nichts dabei dazu so, beigetragen. Ich habe 200 Schaden gemacht. Das da kann man mitnehmen. Oh, schade, würde ich sie abschließen. Dann halt nicht. So, hier schauen wir noch kurz erst in den Nektar rein. Mann! Schau halt nicht bei den Inken. Juckt nicht. Geschafft. Faft. Schafft. Schafft von der Kanone. Okay, wir sind nie gestorben. Sehr gut. Weiter geht's. 3 Sekunden bis zum Start. Ja, ich glaube, das ist noch ein anderes Mama noch. Das geht's noch aus. Das ist ein Zeitlevel. Ja, genau. Was sollen wir den Boss, den ersten Boss auch noch machen? Weiß nicht. Schau mal. Also, let's go. Das ist ein Zeitlevel gegen die Uhr. Dieser Herausforderung ist die Zeit, der größte Feind. Genau. Sobald die Uhr abgelaufen ist, die Zeit kommt mit Maschinengewehr. Stoppuhren sorgen für zusätzliche Zeit. Sie sind überaus wichtig. Herzen sind hingegen egal. In Leveln gegen die Zeit hast du unendlich Energie. Warum kommt jetzt immer unendlich Energie? Kann man das sagen? Monita, du! Er kommt mit dem Dutchband auf die Draufcode. Hier hat man irgendwie Level 5 Milliarden, weil man hat schon alle diese besten Blüten-Ding. Und ohne irgendwas macht man einfach so einen Jump nach vorne. Das kann ich jetzt noch im Kampf zeigen. Hier, macht so. Ist, ja, ganz geil. Ist ein schneller Angriff. Das ist ein bisschen so wie ein Smash. Und ich jump einfach mal herum. Was stört euch, wenn ihr dann 4-4 seht, weil da kann man einfach nichts machen. Ah, das ist noch ein Unwesen. Geht ja nicht anders wegen... Abrasieren, ihr kleinen Scheißdinger. Jetzt habe ich vor kurzem noch... Ich töte dich und dich und dich. Geh, hol das Big Man. Sehr schön, jetzt kommt her da. Da kommt jetzt so eine Zeitverschwendung. Nice. Münze. Durch die Münze genommen. Die Münze noch mitnehmen. Und überaus wichtig. Durch. Hier ist eine große Uhr, die bringt 10 Sekunden.
Die anderen so eine, glaube ich. Schmeiß mich drauf! Das geht nicht auch. Ja, macht keinen Sinn. Okay. Big Ben holt das. Oder auch nicht. Gehen wir gleich weiter. Kommst du mal noch mit? Was ich unten sah auch drin. Der ist schon das Ende. Komm her, schnell draufstellen. Münze. Holt auch rein. Ist drin. Clear. Was ist der Zeitlevel? Weil ich glaube, der Meisterrang war mit 30 Sekunden Restzeit ins Ziel kommen oder so. Kann sein. Das habe ich am Ende ein bisschen mehr gealt. Aber wir haben mal Level 10, okay. Und? Achso, 900. Ah, das, ja, der Oberpunkt geht. Das ist der Abschluss, das machen wir noch. Der erste Boss, da kommt noch. Da kriegt man auch einen Stempel. Wenn man die Augen von ihm kaputt wenn macht. Wenn man den tötet. Ja, stimmt. Wenn man die Augen von ihm. Weil das ist nicht nur optional. Nicht das radikal. Sieht er weniger. Okay, warte mal, da. Nicht Augen zu Ohrpunktkäfer. Das ist der Stempel, den machen wir sogar. Nicht radikal, sondern optional. Okay. Ein bisschen hoch, Mikro. Danke. Such ich erstmal dahinter, weil da hinten eine Münze ist, oder? Wenn irgendwer die Bedeutung von den ganzen Namen kennt und was wir nicht genannt haben oder so, kann das auch gerne in die Kommentare schreiben. Oder abonnieren, das geht auch dazu. Was, bist du schon 13? Level 13? Nein, ich bin ja nur dumm. So, hat das ausgeschaltet. Level 4. Wie halt ein bisschen was. Ich weiß, damals hat immer Game Max erst genommen, weil er immer der Wichtigste war. In der Ulima und hier kennst du gar nichts. Da hinten ist noch eine Münze. Meine. Es reibt halt schon noch, wenn man kurz drüber läuft. Und wenn man genau hört, man hat ihn schon schreien gehört. Oh, Scheiße, ich hab das Zahn angehauen. Ja, vor allem er schreit und dann schlaft er. Buddy! Wieso schreit er, wenn er schlaft? Ja, ich weiß. Für mich der Glubschkäfer, Oberpunktkäfer, der fette Auto. Wieso schreit er im Schlaf? Hat er Albtraum? Ich bin der Fette. Da muss man jetzt das. Das ist so ein Art Tutorial. Hallo. Das ist so ein Art Tutorial von. Wie kann man auf seine Augen gehen? Von Werfen des Pikmin. Genau. Ey, nicht den Mund. Au! Ich bin oben drauf! Was machst du oben? Du bist ja richtig assi. Danke. Okay. Level 2. Ich bin so gut. Da fahren die Bombe. Ist der dumm? Warum kugelt er da und war dumm? Herr ist ob es trotzdem Schaden macht. Hallo, bist du dumm? Was macht er da? So, machen wir erstmal seine Augen kaputt. Meine Bibel klopft auf seinen Augen herum. Ja, ich bin oben. Im Beef, Brody. Ja! Schisch! Au! Ach, war Herz drin, scheiße. Ja komm, rasiert und nicht alles wieder abgeht. Ja gut, great job, Bombe, great job. Beste Job. Ich hab mich schon in den Arsch getreten. Das hab ich gerade so vorgestellt, gell. Du stehst nicht mehr auf der Straße, gell. Da ist so ein Obdachloser, beste Job. Und dann bettelt alles so um Geld, gell. Du so, beste Job. Genau. Mit Steinen kann man ihn ein bisschen... Nein, was machst du denn? Lass den Stein liegen, der macht nichts, der ist schon betäubt. Ja, ich wollte ihn dann wieder, wenn er aufwacht, doch mal betäuben. Nein, au! Ups, da bin ich getroffen. Au! So, das minst doch nicht so, da frisst den Stern auf. Hallo. Ich hau da auf den Arsch auf, Übrigens, dieser Kampf ist sehr cool am Gamepad, wer es nicht weiß. Weil da sieht man so... So schräg, also nicht so von oben wie das wir. Das sieht man so von der Third Person Position vom Ulima aus. Also man sieht es nicht so von oben, sondern eher so von Pikmin abgeschrägt. Oder wie auch immer. Im 45, auf die Augen. Im 45 Grad Winkel und ich gebe ihm. Klopft sein Auge kaputt. Ich spring aber. Das geht nicht auf. Da geht er auf. Ich glaube, ich habe den Arsch. Genau, das ist der Arsch. Ja, genau, das ist wieder schlau. Warum wir kein einzig Items mehr? Und wieso bin ich so scheiße? Ich mach so wenig Schaden, weil du alles genommen hast.
Ja, jetzt ist er erst Auge ziehen, da Loch drin. Jetzt sieht er noch was so gut. Ab 18. Piggy 18. 18, ne? 18. Oh no, ich bin da oben drauf. Halt ab, oh! Nein, ich bin nur, ich spring runter. Wie ist die, ne? Mach mich hoch, mach mich hoch, mach mich hoch. Mach mich hoch, ich klatsch dich so in Sahne. Ich klatsch dich so in Sahne. Doch, ich klatsch dich so in Arsch. Ja! Schon, wenn man alle Augen, wenn man beide Augen hingemacht, dann ist er blind. Nein, au! Was gut wie. Ich klopf dir auf den Auge, du kleiner Sohn. Sohnemann. Sorry! Jetzt geht ab. Ich hab einfach durch ihn durchgepackt. Ja gut, aber du bist so Flachwurst. Flachwurst? Was ist denn das wieder? Wie, keine Ahnung. So viele geile Wörter. Flachwurst. Flachwurst. Hundischwein. Hundischwein, das ist cool. Hundling. Halt den Maul, du kleines, kleines Hundischwein. Du müsstest so ein Meme draus machen. Grüß mach doch erstmal das Auge, dann haben wir 100%. Ja, ich mach ja. Ja, du haust mir die ganze Zeit woanders hin. Du musst doch arbeiten. Augen zu, du Lappen. Hier runtergeschmissen. Soll ich runter, der Mann? Ups, ich bin einfach nicht runter. Ich glaube, er schüttelt jetzt, oder weil das eigentlich. Er fährt in die falsche Richtung. Was ist mit dir los? Wir sind da, ne? Oh, er hat uns gefunden. Boah, das war Fuß, Skillshot. Fuß, Kopf, auch kaputt. Runter? Ist immer gut, ein bisschen davor runter zu springen. Dann ist mir fast umgebracht. Ich bin fast mit Maul geschmissen von dem. Ja, friert ihn auf, da ist Katzenfutter. Ich hasse Katzenfutter auch schon. Lecker Käferfutter. Was? Käferfutter ist eine Läuse, oder? Marienkäfer zu frisst der Läuse. Man hat erst auf den Rücken. Yes, meins, gib mir doch mal was! Ich mach die ganze Arbeit. Ich wollte nur Level 5 werden. Mein ganzes Kind ist ja heute gestorben. Auge! Hä, wo bist du jetzt hingeflogen? Keine Ahnung. Yeah, Treffer, Skillshot. Nein, nein, das wollte ich gar nicht. Ich spamme richtig OP. Ich bin runter. Ich spamme richtig OP. Dann runter, dann zieh da hoch, ich spamme wieder. Anzieh hoch. Oh nein, ich habe versehentlich A2 gedrückt. Das einzige, wo mein Netz am Auge schaden kann, was er letzter Zeit gar nicht mehr tut, ist es Umakugeln. Doch, komm mal. Jetzt zieht da gar nichts mehr. Jetzt auch nicht, das ist wie so ein Roboter. Ja! Das ist er ja. Oh Scheiße. Guck mal da. Das ist mir fast umgebracht. Ich hoffe, du bist am Arsch. Scheiße, was blind, das sieht aus dann mal so gut. Wer sieht uns denn noch so? Darf ich ein bisschen haben? Ja, danke. Lecker. Wie soll das eigentlich auch sehen, wenn er keine Augen hat? Mann, die Leute sind nur Nektar, ich muss Nektar. Vergiss halt, ich wollte gerade hinschmeißen. Da. Ja, Junge. Aha, er ist schlau. Geht der Lappen so über die ganzen Pigment und über die Dinge zu Boden. Ich bin gestorben. Pigment, aber guck mal, neu aus der Erde gekrochen. Ich bin runtergesprungen, weil ihr mich abschütteln wollt, der dumme Kind. Sprachen lernen, Bubble. Pigment muss erster. Ja! Beste. Una Barbarowski. Brrr, wieder abgeht er. Oh, schie. Ja, ich hab's gemacht. Bin weg. Oh, ich hab mit drauf, Jungs! Da klopf ich das hintere weg da. Ein Pickel am Arsch. Pickel im Arsch ausgedruckt. Lecker. Und das war's denn wieder, ne? Jetzt kommt das dran. Ja, sehr gut geworfen. Use and Bolt. Weg, lass uns voll immer noch erleben. No sterben in diesem Kampf. Ich hab ja auf den Arsch geschaut. Der hat auch gerade so mal dumm geschrien. Was winkt denn das so? Kämpfen soll's. Der meint's. Ich hab Blumen, den Rest kannst du haben. Jetzt hat er allerdings verloren, jetzt macht er so. Gesundheit, Blumen. Danke. Jetzt muss er auf seine Füße gehen. Ich bin Stufe 8 jetzt. Also der Fußknöchel und der kann schon durchaus voll abgehen. Kann doch selbst da hochspringen. Ja, danke. Au!
dummes Kind so macht. Ey, ganz krieg, was hat überholt worden. Jetzt auf! Geht aber wieder auf. Da! Dir geht's auf den Kackfuß. Yes. Danke, dass ich umgedraht, jetzt musst du da oben drauf gehen. Mach mal das oder kriegen wir noch den anderen Fuß. Na, ja, das schon. Stier! Mit kaputten Augen. Bin nicht Programm noch. Und er explodiert noch. Atombombe. Hurray! Geklärte Boss. Da hinten sind noch Münzen. Alles einsammeln natürlich. Sonst sind das keine 100%. Ja. Geschafft. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Ja. Das war's mal. Und Augen zu, Oberpunktkäfer. Bam. Den ersten Stempel haben wir auch noch. Außen noch. Ja, und im nächsten Part geht's dann hier weiter bei Karambolage. Und was, schau da mal, passiert? Was ist da? Was ist beim vierten noch der Meisterin? Ah. Und was sich hier abspielt, das erfahren wir im nächsten Part. Also bleibt dabei, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und schaut bei Fing 4 vorbei. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.